and this is dubstep. Ja, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, sage ich mal, aber immer noch hier in Guild Wars 2. Wir befinden uns nämlich hier in den Fraktalen der Nebel. Ja, mit mir dabei sind wieder meine treuen Kameraden Artux Eisenfaust und Elfdi the Cat. Hallo. Hallo. So und ja, Elfdi, unser Erklärbär, darf mal wieder hier sein Amt walten und euch ein bisschen was darüber erzählen. Wir sind Level 10 Fraktale. Hier ist es wichtig, Stabilität mitzunehmen in dem Fraktal hier. Und Reflection Wall. Die Harpien können ab Level 10 runterkicken. Ein AOE wird erzeugt, ein Blitzgeschoss auf euch draufgeschossen und es kickt euch dann runter. Ihr spawnt dann im Downstate ganz unten. Genau, ich hoffe, das passt. Man muss aufpassen beim Springen. Es kann sein, dass man während dem Springen immobilisiert wird. Also aufpassen, dass wenn ihr springt, dass ihr dann genug Speed oder weit genug springen könnt, auch wenn ihr verkrüppelt werdet. Wenn man zwei Wächter dabei hat oder einen, ist es richtig nice, weil die können beide Reflection Wall stellen. So, zum Beispiel die hier. Denken, dass man Stabilität oder sogar ein Unverwundbarkeitsskill mitnimmt. Weil die Geschosse von denen machen auch ziemlich derben Schaden. Genau. Sehr gut. Bin mal gespannt, ob das zu dritt funktioniert. Also ich denke mal, aber kriegen wir hin, ich meine. Wir aber mir. Wir haben keine Freunde. Genau. Niemand will mit uns spielen. So, jetzt mal kurz nochmal vor hier. Wir starten. Hier sind vier Champions drin oder vier Gegner. Einmal das Champion Kaninchen hier. Kannst du mal Rabbit, zeigen? Genau. Eine Anspielung auf Ritter der Kokosnuss. Genau, das one-hittet euch, Achtung. Wenn ihr keine Aegis oder keinen Block habt, liegt er direkt im Downstate und aus dem Downstate direkt tot, wenn es euch zweimal treffen sollte. Es hält zwar nicht viel aus. Hier seitlich der Veteran-Banditen-Saboteur. Der legt Fässer, die explodieren, euch wegstoßen, etc. Also den dann als zweites töten am besten. Dann den Champion-Flammenlegion-Schamane. Den tötet man als drittes, hauptsächlich, und dann den Champion Etin, den ignoriert, versucht man Großteil zu ignorieren. Man muss aber aufpassen auf seine Schläge, AOE-Schläge machen derben Damage. Oder man nimmt so ein Opfer wie mich, der das tanken darf. Mal schauen. Ja, der kriegt eh wieder Akro. So, sobald der Generator hier zerstört ist, kommen alle Champions raus, Hauptakro erstmal auf das Kaninchen. Aufpassen auf die AOEs. Sehr so, gut. Kaninchen ist down. Und jetzt geht man auf den Banditen. Aufpassen auf die AOEs, die macht der Feuerschamane. Die machen guten Damage, also wie gesagt, aufpassen. Sehr gut. Das ist halt so schon im Code vom Game festgelegt. Jemand, der Artux Eisenfaust heißt, kriegt immer die Agro. Nee, die Eisenfaust allgemein. Was denkst du schon, warum Woodguard auch WVW ist? Weil da geht die Programmierung ja nicht. So, für die neuen Woodguard ist unser WVW, ist einer unserer WVW-Kommandeure. Ein sehr beliebter. Genau. So, warte mal, hier kommt Regeneration. Alter, da will mich immer umwerfen hier, ne? Der kleine Sack. Du hast so ein liebliches Gesicht, wo man einfach nur reinspringen möchte. Sag einmal fest reinschlagen. Ich wäre hier nur geärgert. Ja, ja. Daheim. So. Und Bereichsvergeltung. Ein bisschen Schutz. Und er rennt schon wieder weg, dieser Kleine hier. Unverwundbar, unverwundbar. Genauso mag man es doch.
So, warte, F2 läuft. Ihr seht, unser Artox hier kitet den Etin und wir kümmern uns um den Flammiklon. Schamanen. Wenn man das nicht so schafft, wird es ziemlich schwierig, weil dann ziemlich schnell die Gruppe in Downstate gerät. Man sieht, mein Leben als Krieger hier ist ziemlich weit unten. Ja, aber das ist gar kein Thema. Durch unseren Schutz und durch die Rufe etc. kann man den Ganzen noch dann wieder retten. So. Immer schön aus den AOEs raus. Böser Damage. So, und Feuerschamane ist tot. Jetzt gehen wir auf den Etin. Beim Etin aufpassen, dem seine Schläge machen einen heftigen AOE. Einmal lädt er seinen Schlag auf, wo dann eine Rundum-AOE macht, die richtig Damage zieht. Die anderen über 180 Grad. Achtung. Das war jetzt die AOE. Die zählt auch dazu. Wenn man hinter den steht, kriegt man kaum Schaden ab. Und so kann man dann Glaskanone dem auch gut Damage machen in Melee. Genau. So. Und dodgen, weg damit. Und wieder hin. Ohne rechtzeitig rauslaufen, das bringt auch. Und dann geht's auch weiter. Hier wäre halt ein Mesmer ganz nice oder ein Dieb, der die Buffs von ihm runter machen kann. 33% weniger Schaden an dem Boss ist halt schon derbe. Ja. Problem ist auch noch, er hat Wutmatsch ab und zu drauf, was auch heißt, er macht mehr Schaden. Plus die Macht dann noch. Ihr habt jetzt gesehen, wie viel Schaden er macht. Er ist gutes Leben runtergegangen. Wäre ich jetzt zum Beispiel Bersi gewesen, wäre ich instant im Downstate gewesen. Du kannst ja gleich mal im Kampflog gucken, wie viel Schaden er dir gemacht hat. Als Tank. Suche ich jetzt gerade mal. Ich habe den Kampflog, ich sag's ganz ehrlich, den Kampflog habe ich noch nie richtig drin gehabt. Kampf. So, weg. Champion Attin. Ja, willkommen. Moment. Trifft euch für 2897 Schaden. Ne, du musst ja weiter hochscrollen, oder? Ja, und dann noch mit gewaltiger Schmetterschlag für 5000 Schaden. Ist schon einiges. Ja. Wenn man die ganze Zeit schon noch Schaden von seinen Autoschlägen abbekommt, dann zieht es einem das Leben ziemlich runter. Oh. Okay, nächstes Mal sollte man sich da absprechen. Fall, wenn man zwei Wächter dabei hat. Das war jetzt der Schuss, der einen wegstößt. Die kann man reflektieren, dann stoßen sie sich selber weg oder schlagen zu Boden. Hier in dem Raum sind immer eine bis drei Harpien. Ist unterschiedlich. So, der nächste Part. Der nächste Part ist ein bisschen tricky. Hier kann man mit Aegis eins von den Teilen blocken, das runterkommt. Und mit Reflection Wall die ganze Dings, die ganze Bahn. Ja, dann gehe ich da mal hoch. Oder Basti zuerst. Gucken. Einfach immer schön ausweichen, man kann durchdodgen. Und blocken kann man auch. Also Schildblock vom Krieger funktioniert und alle Blockfähigkeiten eigentlich. So, fertig. Wir haben alle drei aktiviert, alle drei Konsolen. Dann sind die jetzt ausgegangen hier hinten. Und der Rest der Gruppe könnte jetzt im Prinzip hochlaufen ohne Probleme. Genau. Aber wir waren ja schon alle oben. Ja, wir sind durchgestartet. So, nächster Boss. Oh, die Miezekatze. Wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Wir müssen hier Kristalle einfüllen, um die Giftabsaugung zu aktivieren.
Wir müssen jetzt erstmal die Kristalle verteilen, nicht in den Raum reinspringen, seitlich an der Wand entlang, sodass der alte Tom hier so gut wie keine Aggro ziehen kann. Sobald er Aggro kriegt, erscheint hier Gift im ganzen Raum. Wir verteilen jetzt die Kristalle, die Tränen hier, an die verschiedenen Konsolen, gleichmäßig auf. Auf jede Seite 4 Stück. Ja. Na, ich lass mal hier liegen. So. Ganz wichtig, vorne dran legen, aber nicht zu nah dran, sonst interagiert er entweder mit der Konsole oder hebt keinen Teil auf oder hebt immer wieder neu die Kristalle auf, obwohl ihr eigentlich die Konsole aktivieren wollt. Genau, den Kristall in die Konsole reinstecken wollt eigentlich. Bin ich jetzt die vierte? Wie viele habt ihr drüben? Seid ihr fertig drüben? Ja. Okay. Ja. Soll ich schon eine reinlegen? Also ich gehe in den Boss rein. Wir können das diesmal nicht so machen. Ach schade, stimmt ja. So, Exane, komm mal kurz her zu mir. Ja, also am besten nehme ich mein Zepter mal geschwind ins... So, für die Neulinge hier seitlich oben drauf, wird man nicht von den kleinen Geschossen, die er macht, getroffen. Kann man also ganz in Ruhe Fernkampf auf den Boss machen. Also immer schön Fernkampfwaffe hier mitnehmen. Und ja, die tickt dann runter, die Konsolen hier, von der Zeit, von der Energie. Und dann muss man neu die Kristalle rein und hier hinten neu den Ventilator aktivieren. Hier kann man sich schön hinstellen und auf den Boss schießen. Ab und zu macht das so eine Faust, die einen ranzieht und das Leben richtig runterhaut als Berserker. Ja, sonst heißt es eigentlich Schaden machen und nicht sterben. Jo. Es gibt noch einen Trick, wenn man sich die Nahkampfhilfe aus hat und sich in ihn reinstellt, richtig in ihm drin steht, im roten Kreis von ihm, wenn man anvisiert und er fängt sich an zu drehen, kriegt man die Geschosse nicht ab und kann ihm dann Melee auch derben Damage machen. Genau. So, für diejenigen, die nicht wissen, wo man die Nahkampfangriffshilfe ausmacht, das zeige ich mal geschwind. Die Nahkampfangriffshilfe macht man hier aus und automatische Zielen könnt ihr auch direkt dann rausnehmen, den Haken. Und Optionen und allgemeine Optionen. So. Gut. Bei dir einlegen. Rein. Genau. Dann aktiviere ich dann sofort die Konsole, wenn Gift kommt. Genau. Wenn man zuvor aktiviert, wird es buggy. Achtung, wir haben gestartet. Ich werde es jetzt mal versuchen zu zeigen. Ich stehe jetzt in dem Boss drin und kriege keinen Ticken Schaden. Genau. Ich muss dann zwar rauslaufen, sobald wieder die Konsolen befüllt werden müssen, aber hier bin ich dann ziemlich sicher. So, und ich stehe eigentlich hauptsächlich jetzt hier hinten, mache Damage und guck, bis wieder Gift kommt. Und wenn Gift kommt, werde ich natürlich wieder mein Amt walten und den Ventilator aktivieren. Beispielsweise jetzt. So schnell wie möglich zurück zu seiner Konsole einfüllen. Für manche Klassen ist das Gift halt ziemlich derbe, von dem Schaden her. Weil das ist neben dem normalen Gift auch noch anderes Gift. So, ich stehe jetzt nicht richtig drin. Jetzt. Stärkeres Gift, das man nicht mit dem Zustandsentferner runterkriegt und es zieht einem das Leben auch runter. Ja. Yeah. Läuft richtig gut, dass wir nur 3 Leute sind. Müssen gleich wieder nachfüllen, die 3. Jo, yeah. Schon dabei. Auch vom Damage her. Vom Damage her läuft's gut, muss ich ehrlich zugeben, ja. Artox? Der Tank oder? Ja. Mit ein bisschen Präzis, siehst du ja. Ich stack ja Präzision. Ja, und ich bin halt Full Tank, also. Ist echt krass. Und kritest halt dafür kaum, aber. So, wieder einfüllen. So, ich spam dann meine F, dass der Ventilator dann sofort aktiviert wird. So, zack. Und spring wieder, ja. Hier hoch, hey, hey. So, jetzt. Und weiter geht's. Zack, zack. Und fertig. Das klappt mit jeder Gruppe, aber manche Gruppen rennen halt in diese kleinen grünen Geschosse rein und sterben dadurch. Dann kann das hier ziemlich kompliziert werden mit dem Retzen und mit dem Wipen. Dann werden die Kristalle nicht eingelegt. Und man stirbt einfach nur am Gift und an dem Schaden vom Boss. Genau. Also ich habe hier schon... Gruppen Level 10, haufenweise Vibens, also
in dem nächsten Part wieder Reflection Wall mitnehmen, Schild des Rächers als Wächter, Diebe, die Rauchwand und der Rest stabil. Mesmer, Reaktionskuppel, aber das ist ja Standard für ein Mesmer. Hier keine großen Dodge-Rollen machen am besten. Keine Sprint-Skills, keine Ansturm-Skills, keine Jump-Skills, also auch nicht vom Großschwert beim Wächter. Es kann nicht passieren, dass ihr hinter der Harpie platziert werdet und dann einfach runterfallt. Ist mir schon dutzende Male hier passiert. Da ist eine Reflection ready. Ich habe mein Schild des Rächers auch. Ja. Nur gar kein Damage, weil ständig geblockt wird. Auch gut. So, ich hoffe, mein Schild kommt, ist direkt angeflogen. Ja, da kommen sie. Oh. Achtung. Genau, immer so. Schon in die Reflection Wall reinstellen. Ihr habt jetzt gesehen, wie man runtergekickt wird. Genau. Wenn eine Reflection Wall da ist, reinstellen. Sonst ist der AOE ein bisschen vor der Reflection Wall und der Wirkungsradius ist dennoch vorhanden, genau. Und dann wird das Geschoss nicht reflektiert. So, zack. So, wir haben jetzt nichts zum Blocken, Elfie. Das macht nichts. Nur noch ein Aiges, also macht der Match. Wenn man Melee dran ist, stoßen die auch gar nicht runter. Das kommt dann nur von den anderen Harpien, wenn sie Aggro haben sollten, aber hier ist jetzt keine mehr, die Aggro hat. So, ich mach wieder Wall. Okay. Und zack. Oh. In höheren Fraktalen sind die dann gerade Level 82, 83. Stabi. Machen halt derben Schaden mit ihrem Autoschuss und wenn sie diese Schussreihenfolge machen, so wie beim Waldläufer mit dem Langbogen, den Zweier. Ich weiß gar nicht, wie genau die Attacke heißt. Schnellfeuer, ja. Achtung, ja. Speed. Genau, Schnellfeuer, wenn sie das machen, das zieht in höheren Fraktalen richtig das Leben runter. So. Hier ist ein bisschen Springkunst ein bisschen erforderlich, also die Fähigkeit zu springen und auf jeden Fall Reflection Wall, Sachen die Geschosse absorbieren, zerstören oder... Ich nehme Pro Schiff mit, ne? Jo. Und zusammenziehen. So, hier sind wir schon beim Endboss. Die Golems werden nacheinander aktiviert. Wenn wir alle vier zerstört haben, werden sie alle gleichzeitig nochmal aktiviert. Dann ziehen wir zusammen mit dem Großschwert vom Wächter und machen sie platt. Es gibt jetzt hier noch eine Besonderheit. Man kann vor den kleinen Asura hier, der in der Kuppel drin ist, vor dem wütenden Asura, Reflection Wall stellen. Dann werden die Geschosse reflektiert. Sie machen ihm zwar keinen Schaden, uns dann aber auch nicht. Die Geschosse machen uns Qual und ziemlichen derben Damage. Wenn die Reflection Wall dann ausgelaufen ist, kann dann der nächste Wächter, wenn man einen dabei hat, das Schild des Rächers spawnen und weiter Damage machen. So, ich mach mal. Genau, er hat jetzt vorne dran gesetzt und wir konzentrieren uns dann auf den Golem hier. So, den haben wir gleich tot. Nächste Reflection Wall stellen. Mach mal. Fuck. Ah gut, ich wurde unterbrochen. Das Schild da gewesen, das wäre gebraucht denn. So, danach kommt dann das Schild von einem Wächter. Ja, ich habe mein Schild jetzt rausgenommen. Ach Mann. Es ist draußen. Ja, nee, es ist vorhanden. Mein. Ja, das ist dein Schild. Ja, meine Reflection hat noch 10 Sekunden Cooldown, also das sollte kein Thema sein. So, ihr seht, wir haben einige Qual. Aber... Deine Maus fährt wieder Karussell gerade im Moment. So, wenn wir Reflection Wall haben, stellen bitte. Und sobald er zerstört ist, der letzte hier, geht unser Wächter und versucht zusammenzuziehen mit dem Großschwert 5er. Ja, kann man besser Damage drauf machen. Boah, Alter. Ah, perfekt. Wer keine Qualschutz hat, kriegt hier 12% seines Lebens pro Sekunde abgezogen, wenn er Qual abbekommt. Hat man 10 Qualschutz, kriegt man nur 1% des Lebens abgezogen. So, und das war auch schon dann das Fraktal.
Genau. Und ja, wir sehen uns dann hier das Fenster hier mal schön nach oben ziehen. Und dann sehen wir auch direkt uns gleich wieder im nächsten Fraktal, ja? Also bis gleich. Tschüss.